etwas länger. Und dann haben die mir immer da reingefasst und gesagt, ja, I like your hair, beautiful hair. Oh, it's your blue eyes, so beautiful. Come home with me, no. Not tonight, but da war viel los, da war viel los. In Amerika war ich auch Promo, das war auch echt zweimal 8 Wochen durch ganz Amerika gereist, das war wirklich krass. Und da habe ich Bambi und Echo, ach Gott, da habe ich Preise bekommen. Das war wirklich krass, sehr aufregende Zeiten. Aber ganz aufgeregt war ich, als ich dann plötzlich die Einladung bekam aus Italien, also eigentlich aus dem Vatikan, zur Weihnachtsshow Natale in Vatikano, da mit teilzunehmen, mit einem Riesenorchester und so. Und da habe ich dann diesen jungen Mann, ich kann mal ganz so einen jungen Mann kennengelernt, das war Johannes Paul II. Johannes Paul II. War nicht mehr so gut drauf, aber ich dachte, es gibt eine man hatte mir gesagt, es gibt eine Privataudienz. Ich bin dann dahin und dann waren da 99 andere Menschen. Also nichts mit Privat. Ich wollte mit ihm ein bisschen reden. Ich dachte, ich könnte mit ihm so ein bisschen reden über Kondome in Afrika und ob man das nicht irgendwie... War damals noch. Und in dem Moment, wo ich ihm die Hand schüttel, da habe ich mir was sehr Dummes überlegt, weil ich wusste ja, dass er so viele Sprachen spricht und habe mir dann auf Polnisch, seine eigentlich Heimatsprache und Italienisch, frohe Weihnachten und guten Rutsch irgendwie beibringen lassen und so. Und dann stehe ich, genau in dem Moment, wo ich jetzt ihm die Hand schüttel, wollte ich ihm das sagen, so, ne, auf einer dieser Sprachen. Was rauskam, war Natale hier, Happy New Year. You know what I mean. Aber es war wirklich sehr aufregend. Im Vatikan habe ich auch einen meiner größten Helden kennengelernt. Im Vatikan war es so, da gab es ein Konzerthaus, 8000 Menschen haben da reingepasst. Es war so ein Charity-Konzert. 8000 Leute, die haben ein eigenes Konzerthaus im Vatikan für 8000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Und waren wir da und so, und da waren ganz viele internationale Künstler, auch italienische Künstler, die ich kannte und so. Das war wirklich toll. Und dann habe ich neben mir, ich wusste, habe ich gefragt, wo kann man denn hier sich mal so ein bisschen zurückziehen? So, ne? Backstage, wo ist denn hier Backstage? So, und dann haben die gesagt, ja, hier da oben auf den Rängen, da haben wir was für Sie präpariert. Und dann sind wir da hoch und dann standen da, ungelogen, Beichtstühle. Beichtstühle als Backstage-Räume. Und dann saß ich da so auf einer Bank. Und neben mir in dem Beichtstuhl, und jetzt komme ich dazu, war einer meiner größten Helden, Tom Jones. Tom Jones war neben mir in dem Beichtstuhl. Und ich hörte nur, wie er einem italienischen Radiomoderator, Journalisten irgendwie Frage und Antwort stand und so. Und war ganz aufgeregt, hörte zu natürlich. Und hat der Radiomoderator etwas gemacht, was man nie macht, nie die Leute zum einfach mal so mal eben singen auffordern, sondern dann hat er gesagt so, ah, Mr. Jones, can you please sing for our listeners our favorite song, Delilah, one more time. Das ist 30 Jahre her, damals schon. Und ich dachte, oh nein, das macht man nicht, das kannst du nicht fragen und so. Ne? Und Tom Jones nur, sure boy. Oh, Delilah. Und die Erde bebte. Und für mich war dann der Rest egal. Und ich dachte nur, alles klar, Soest goes Showbiz. Ja, ich wurde auch immer disziplinierter. Ich habe funktioniert, ne? Wie funktioniert Maschine? Das war krass. Ich war überall TV-Auftritte in Skandinavien, in Portugal, in Brasilien, in Russland. Ich war überall und habe überall das gemacht, so, ne? Nebenher noch einfach 3 Alben aufgenommen und so. Und irgendwann stand ich dann immer öfter an irgendeiner Hotelbar irgendwo auf der Welt und fand dann für den Moment auch alleine, ne? Ich war ja meistens dann alleine und dann stand ich da und fand dieses geile Popstar-Leben, das ich mir immer gewünscht habe, gerade nicht mehr so geil.